Zuletzt bei Super Paper Mario. Mit unserem ominös wirkenden Alien-Freund Clirps flogen wir weiter durch das Weltall. Wir konnten ihn als Schlüssel für einige Raumportale verwenden, welche uns in die Bohrzone bringen. Die Bohrzone ist ein geheimer Ort im All, in dessen Zentrum sich das reine Herz verstecken soll. Der Twist? Die Bohrzone soll ein riesiges Labyrinth sein, aus dem bisher niemand lebend herausgekommen ist. Kapitel 4.4. Der mysteriöse Meister L. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Paper Mario. Wir sind da, Clirps. Die Bohrzone. Clirps ist endlich da. Clirps ist da. Clirps kann nicht warten. Clirps geht voraus. Folgt Clirps, wenn ihr könnt. Aber denkt daran, Kadetten, das hier ist ein super vertracktes Labyrinth. Hier hat man sich in 0,x verlaufen, also gebt acht, klar? Wir sehen uns später beim reinen Herzen. Ich kann nicht glauben, dass du uns jetzt so einfach allein lässt. Aber ich kann das reine Herz tatsächlich spüren. Es muss irgendwo sein. Ist doch schon mal ein Vorteil. Okay, was ist das für ein skurriler Ort? Und warum kriege ich einen Speicherblock direkt am Anfang des Levels? Das ist äußerst ungewöhnlich tatsächlich. Und ich kann jetzt hier so ein bisschen nach oben düsen. Aber hier ist jetzt sonst nichts. Okay. Was ist hier los? Muss ich jetzt wirklich mir so auswendig merken, wo es lang geht? Oh, hi. Oh, ich wollte ihn erwischen. Very interesting, was hier los ist. Oh, hier ist hier so eine Blume. Ich glaube, die war für Geldregen, ne? Das war die typische Geldregenblume. Warte mal. Dich will ich auf jeden Fall weghaben. Jo, der hat einfach richtig viele Leben. So. Das Cash nehme ich mir gerne mit. Ihr habt mir übrigens auch in den Kommentaren erklärt, wofür wir die Goldbarren brauchen. Die Goldbarren sind notwendig, dass ich quasi mein Geld speichern kann. Weil man kann nur 999 Münzen tragen. Und wenn ich dann quasi an diese Grenze komme, kann man sich für 100 Münzen, ich glaube die Goldbarren waren 100 Münzen wert, kann man sich Goldbarren kaufen, diese Goldbarren dann einlagern. Wie viele kommen denn hier? Diese Goldbarren einlagern und damit sich dann quasi, ja, mehr Geld speichern. Ja, weil im Geldbeutel würde das Cash dann irgendwann verschwinden. So, hier ist jetzt schon mal eine Extratür. So, jetzt ist die Frage, will ich quasi erstmal den normalen Weg folgen? Oder gehe ich direkt in die geheime Tür, die ich gefunden habe? Das ist die Frage. Hier oben wäre sie. Wir gehen einfach mal hier rein, wo das mich unten hinführt, keine Ahnung. Ich glaube allgemein in so einem Labyrinth auf die Suche nach, wie soll ich sagen, da oben ist auch noch eine Tür. Auf die Suche nach jedem Raum zu gehen, ist glaube ich ziemlich schwierig. Also nach dem Motto, ich will unbedingt jeden Raum sehen, weil man einfach, man weiß ja nicht, wie viele Räume es gibt. Und dementsprechend versuche ich einfach nur, so gut es geht, hier durchzukommen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ist das ein Abgrund? Nee, das ist eine Treppe, ne? Ja, okay. Oh, hier ist ein Enemy. Was ist das für ein Enemy? Das ist ein Wildschwein, was immer kleiner wird. Yo! Das hat richtig viel Geld hinterlassen. Holy shit. So, aber hier geht's für mich nicht lang. Ich komme hier nicht durch. Okay, das heißt... Hier muss ich Peach nehmen, oder? Wartet mal. Ich vergesse die immer total häufig. Aha, das ist nochmal ein Enemy. Sag mal, gibt's unendlich von denen? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, es kommen echt viele von denen. Das muss man jetzt an der Stelle einfach mal sagen. So, Abflug, aber eigentlich will ich hier rüber. Das Ding ist aber auch, dadurch, dass sie so viel aushalten, kann man doch echt viele Punkte mit denen machen. So, und hier ist jetzt wieder so eine Kopfübertür. Also muss ich mir diese Räume auch kopfüber merken? Laufe ich vielleicht irgendwann mal an der Decke und muss dann merken, ah, warte mal, das ist der Raum, in dem ich schon mal war. Und was bist du? Jetzt kriege ich dich auf die Schnauze. Ja, das war klar. Aber passiert, hier, so. Ein Sobös. Es verteidigt sich mit einem starken Schutzschild. 4 KP, 2 Angriff. Außerdem feuert das Energieringe aus einem Schlund. Das Schutzschild ist undurchbringbar, aber vielleicht hilft es dir, dich zu drehen. Ich muss in sein Schutzschild reinsteppen. Und da kann er mir dann quasi gar nichts mehr. Ah, und dann reicht sogar ein Treffer. Alles klar. Und der verteidigt eine Truhe mit einem Schlüssel.
Oh, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass ich den gefunden habe. So, ich versuche hier auch, das Ganze hier in meinem Schädel zu behalten, dieses Labyrinth. Ne? Das ist ja auch ein Boss-Level, dürfen wir nicht vergessen. Ja, das vierte Kapitel eines, oder das vierte Level eines Kapitels, das hat immer was mit einem Boss zu tun, oder ist immer das Boss-Level. So, das ist jetzt die Geheimtür, die wir gefunden haben. Und vielleicht brauchen wir den Schlüssel jetzt hier, weil da würde ja der Standardspieler hinlaufen, der jetzt nicht durch das Bild drehen gesehen hätte, was hier abgeht. So, und was bist du? Diese seltsame Kreatur wird Quicktainer genannt. Alles an ihm ist seltsam. Keine Ahnung, wie viel KP und zwei Angriff. Diese eckigen Gegner kannst du mit drei Stampfern besiegen. Nach jedem Stampfer wird der Quicktainer allerdings schneller und schneller. Der dritte Stampfer wird dementsprechend kein Kinderspiel. Oft wird der Aufwand aber durch ein paar Münzen entlohnt. Okay, und wartet, wenn ich jetzt hier die Feuertechnik mache. Ah, dann werden die auch zu schnell. Okay. Und jetzt? Da kommt er wieder. Okay, also der wird mich immer einmal treffen, alles klar. Dann mache ich aber, ich erwarte ihn einfach so. What? Der kommt dann nochmal. Also da kommt noch einer, aber wir kriegen trotzdem viel Cash. Oh, Moment. Der wird schon wieder kommen, genau. Und dann gibt es immer schön Cash. Ich glaube, das ist tatsächlich die sinnvollste Art und Weise, mit denen umzugehen. Aber ich kriege halt dauernd auf die Schnauze. Und in diesem Game verlierst du nicht auf einmal viele KP. Das Fiese an diesem Game ist, dass halt immer Stück für Stück für Stück verlierst du halt immer wieder so eine kleine Menge KP und am Ende denkst du immer so, holy shit, wo sind meine Leben hin? So, und hier muss ich jetzt auch sehr aufpassen. Ich denke, ich fange jetzt hier mal so an. Ja. Okay, so, den erwarte ich jetzt dann gleich mit einem Feuer. Dann bin ich nämlich hier schon mal safe. Da oben kann ich, glaube ich, oh, ich könnte auch theoretisch mit dem Schild hier angreifen, ne? Ja. Aber auch da bin ich nicht schnell genug. So, und jetzt vielleicht? Genau, und jetzt das Stachelschild. Ja, das ist eine Möglichkeit. So. Kann ich den irgendwie... Ja, den kann ich auch so erwischen. Okay, Moment. Der bounce gleich zurück. Oder? Ja, zack. Ich will die hier schön erledigen. Yes, weil ich will das Cash und vor allem auch die Erfahrungspunkte. So. Kann ich jetzt hier in diesem Raum noch irgendwas anderes machen? Außer den Schlüssel hier einzusetzen. Nee, sieht nicht so aus. Überall hier diese Türen an den Decken. Die verwirren mich sehr. Die verwirren mich sehr. Und soeben haben wir die andere Dimension betreten. Soeben hat sich alles von alleine geklärt, wie wir da hinkommen. Durch die Schlüsseltür klappt das. So. Oh, ist das skurril. Oh, ist das skurril. Aber den haben wir mit einer schönen Combo erledigt. Ach du Scheiße. Okay, jetzt wird's richtig crazy. Jetzt wird's ultra crazy. Immerhin treffe ich die jetzt hier, die immer geil. So, ich meine, ich könnte doch theoretisch vielleicht darüber fliegen. Will ich vielleicht gar nicht durch die Tür, sondern hier rüber. Ja, hier ist nämlich auch eine Tür. Ich gehe durch die Tür. Die schwerer zu erreichende Tür ist meistens immer die, die richtig ist. Oh, hi. Uiuiuiui, ist hier was los. Aber kann ich den vielleicht sogar hier erwischen? Nee, das geht noch nicht. Oh, nee. Sehr, oh mein Gott, haben wir die rasiert. Ah, weil ich die zerquetsche quasi direkt. Warte mal, der ist in Bowsers Rückenpanzerung rein. Gegner kriegen Damage, wenn sie in Bowsers Rücken gehen. Wow. Das ist auch eine nice Info. Wusste ich nicht. So, und kann ich hier was machen? Ja. Hier geht's nämlich nach unten. Boah, ist das confusing. Meine lieben Freunde. Und das ist mit Sicherheit ein Gravitationswechsler, oder? Würde ich jetzt mal spontan vermuten, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier dagegen springe, genau, dann saugt es mich hier nach oben. Die Gegner lasse ich jetzt einfach mal Gegner sein. Und dann steppe ich jetzt einfach mal hier rein. Freunde, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier tue, in irgendeiner Art und Weise richtig ist. Kannst du für den besten Willen nicht beantworten. Ist da mein Death? Nein. Also, ich meine, die Schweine wollen safe meinen Death. Aber warte mal, jetzt teste ich das nochmal mit dem Panzer. Wenn ich jetzt hier Bowser nehme und dann einfach so mache. Nee. Okay, dann muss das vorhin irgendwie anders passiert sein, was ich da getan habe. Moment, mit Anlauf sollte ich da hochkommen? Oh, ganz knapp nicht. Bowser, ernsthaft? Vielleicht Mario? Nee, okay, der ist sowieso viel zu klein. Dann muss Peach da mal kurz mit ihrem Regenschirm das Ganze für mich klären. So, da oben ist auch schon ein ausgelöster Block. Aber hier ist auch sonst gar nichts. Oder ist jetzt hier wieder eine Tür in der Wand? Jetzt bin ich wieder hier. I get it. Boah. Aber jetzt sind wir wieder im Startraum, oder? Ist das der Startraum? Ich weiß es nicht. Da ist eine Röhre. Also, Überblick ist mittlerweile komplett weg. Aber schaut mal an, Freunde.
Hier ist direkt der nächste Schlüssel, den wir brauchen. Also prinzipiell das mal alles in Ordnung. Und hier hüpfe ich auch hoch genug, oder? Kann ich da nicht rein? Oh, really? Ich kann nicht von oben in die Röhre rein? Nee, das ist, glaube ich, nicht. Nee, ich komme da nicht rein. Alles klar. Dann, da muss ich jetzt in den anderen Raum gehen. Oh boy, oh boy, oh boy, jetzt krieg ich da auf die Schnauze. Da muss ich jetzt in den anderen Raum gehen und da den Würfel wieder aktivieren, mit dem wir die Gravitation tauschen können. Ich glaube, darüber müsste das dann hoffentlich klappen. Und dann schauen wir einfach mal, was los ist. Wir müssen irgendwie versuchen, so gut es uns möglich ist, den Überblick zu bewahren. Solange wir das hinkriegen, bin ich optimistisch, dass wir hier gut durch dieses Bohrzonen-Labyrinth kommen. So, jetzt muss ich aufpassen. Ja, genau, weil dann trifft mich der nämlich oben. So, zum Kämpfen werde ich jetzt weiter auf Bowser zurückgreifen. Sehr schön. Nee, stopp. Ich wollte jetzt eigentlich so mit einem Stachel in die reinhüpfen. Okay, ich krieg voll auf die Schnauze. Das ist sehr gruselig. So, du machst einen Abflug. Ja, nehme ich hier. Genau das meine ich. Danke, da konnte ich mich jetzt sehr gut wehren. Okay, jetzt muss ich auf ein Item zurückgreifen, ob ich will oder nicht. Ja, essen wir mal einen Bratpilz, ne? Ist, denke ich, das Sinnvollste an der Stelle. Genau dafür haben wir es gemacht. Genau für diesen Moment. So, du machst einen Abflug. So, aber jetzt geht's halt hier nicht mehr für mich weiter. Oder ist hier wieder eine geheime Tür, die ich nicht sehe? Nee, jetzt geht's hier tatsächlich nicht mehr für uns weiter. Okay. Das heißt, ich gehe durch diese Tür wieder zurück. Weil den anderen Weg habe ich gerade nicht. Und das müsste mich doch jetzt so seitlich rauswerfen. Genau. Und dann kann ich diese Tür nehmen. Weil das ist ja die Tür, die vorhin die leichter zu erreichende Tür ist. Und die haben wir nicht genommen. Und immer wenn wir die schwerere Tür nehmen, wie gerade, dann haben wir bisher immer den Schlüssel bekommen. Und in der anderen Tür brauchen wir den Schlüssel dran. Also ich bin mal ganz guter Dinge. Ich bin mal wirklich ganz guter Dinge, dass wir hier auf einem... Aua, den konnte ich nicht sehen. Dass wir hier auf einem stabilen Weg sind. So, das könnte mich jetzt vielleicht sogar direkt zu der Tür führen, wo ich hin muss. Ja, genau, das ist es. So, will ich aber erst die Röhre ausprobieren oder das direkt hier einsetzen? Ich probiere erst die Röhre aus, tatsächlich. Na, damit wir erstmal alles abgecheckt haben. Ich meine, die ist jetzt nicht krass versteckt, aber sie ist ein bisschen versteckt. Maybe kann man das als versteckt werden. Und, aha, das sieht mir nach einem dicken Bonusraum aus. So, das sind nicht mehrere Münzen. Das heißt, ich kann die auch in der zweiten Dimension einsammeln. Das ist ein bisschen einfacher. Und das ist ein Münzblock. Dann nehmen wir das Cash hier auch noch mit. Können wir gut gebrauchen. Und dann setzen wir den Schlüssel in die Tür ein. Also ich glaube, bisher kommen wir hier sehr gut durch. Wir haben immer zuerst den Schlüssel gefunden, ne? Bevor wir die Tür gefunden haben, zu der der Schlüssel gehört. Und das ist, denke ich, die Reihenfolge, die das Spiel hier vorsieht. Ja, dementsprechend... bleibe ich mal weiter optimistisch, ne? Nachdem uns Clip hier einfach im Todeslabyrinth komplett alleine lässt, die Sau, müssen wir halt hier unseren eigenen Weg durchgehen. Blöp. So weit, so gut. Hier geht's wieder in die andere Dimension. Soll mich das ein bisschen testen oder so? Aha, das hier was ist, das sieht, glaube ich, jeder. Guys. Yay, eine versteckte Tür. Mhm. Das wirkt schon fast so ein bisschen finalmäßig, ne? Also Ende des Labyrinthmäßigs. Ja, safe, oder? Oh ne, hier ist noch einer von denen. Warte. Aber Bowser ist doch ein geiler Typ. Bowser ist doch ein stabiler... Ach, komm mal, dein Ernst. Ist doch ein stabiler Typ, der regelt das. Also Bowser ist, was Kämpfen angeht, Bombe. Der ist, was Kämpfen angeht, Bombe. Der nimmt die einfach raus, das juckt ihn nicht. Ah. Das ist jetzt so ein Raum. So. Die könnte ich alle verziehen. Und ich habe die Powerpasta erhalten. Diese Nudelköstlichkeit hat 5 KP und Vergiftung. Die werde ich nicht essen. Außer ich werde dazu gezwungen. Die werde ich schön kochen lassen, meine lieben Freunde. Die Tür lassen wir jetzt erstmal wieder aus, Freunde. So. Weil die erste Tür, die man findet, ist selten die richtige. Aber hier scheint es tatsächlich so zu sein. Außer... Das ist jetzt nochmal so, aber... Ich meine, ich könnte jetzt... Ja, ich kann den Schalter nochmal betätigen. Und dann müsste es mich in diese Richtung ziehen. So ist es. Und dann kann ich diese Tür in Angriff nehmen. Trotzdem nehme ich kurz die raus. Bowser, I need your help. Oh, das Geile ist halt auch, dass das Feuer halt einfach gleich 10 Damage macht. Ja, das ist schon strong. Mhm.
Und dann gehen wir wieder erst durch die schwerer zu erreichende Tür. Zack. Wenn wir hier wieder einen Dimensionsschlüssel finden, Freunde, dann sind wir hier auf einem brutalen Weg. So, da ist eine Truhe, an die ich nicht rankomme. Ich wechsle gleich wieder zu Mario, weil er der Einzige ist, der in die dritte Dimension wechseln kann. Ihr merkt doch, ich kommentiere sehr, sehr fokussiert. Sehr, sehr fokussiert, weil ich hier wirklich nichts verpassen will. Und das sieht ein bisschen nach einem Finalraum aus. Und da kann man mit wahrscheinlich verschiedenen Gravitationsarten hier reinkommen. Also immer mit einer verschiedenen... Oder, nee. Okay, ich kann die Gravitation durch Türen wechseln. Aha, hier bin ich sogar nochmal geheilt. Geil. Das ist ein... Ja, das ist einer, der mich essen will. Sehr gut. Und du bist auch nochmal einer. Wow. Okay, wir werden nochmal komplett vom Spiel geheilt. Bringt uns das nach oben? Ja. Und wenn jetzt in der Truhe ein Schlüssel drin ist, dann nenne ich einfach Sherlock Super Paper Mario. Ich habe einen neuen Namen, meine lieben Freunde. Ich habe das Levelprinzip komplett durchschaut. Ich hab's komplett geschnallt. Es ist immer ein Levelabschnitt, wo es zwei Türen gibt. Die eine führt uns quasi weiter. Dafür brauchen wir aber ein Ding. Dafür brauchen wir, you know what I mean? Den Schlüssel. Und bei der schwerer zu erreichenden Tür, da gibt es dann den Schlüssel für uns. So, einmal so. Und dann noch einmal so. This is it. Und dann das Ganze nach oben. Optimal. So. Und, oh, da ist sogar ein Speicherblock. Das sieht mir nach feiner Bossfight aus. Das sieht mir nach feiner Bossfight aus. Das ist nicht feine Bossfight, aber nach Bossfight des Levels. Ich muss aber noch ganz kurz einen Cut setzen. Bin sofort wieder da. So. Let's go, der Hase. Volle Leben. Gespeichert. Dimensionsschlüssel eingesetzt. Was ist das hier für ein skurriler Ort? Langweiler. Klar, Klaps hat ewig gewartet. Klaps ist fast am Ende. Das reine Herz ist nicht mehr weit, Kadetten. Klaps, das hast du gut gemacht. Du bist echt schlau. Klaps, aber nein, Klaps ist das peinlich. Moment, wer hat das überhaupt gesagt? Klaps? Oh, Klaps! Wer bist du denn? Ich bin nur der vielversprechendste von Graf Knickelschergen, ne? Der grüne Donner. Meister L. Meister L? Wird einfach Club umgebracht. Ein cooler Name, ich weiß, aber ihr braucht ihn euch nicht zu merken, ne? Warum, weil ich euch gleich zurück auf aufs NES prügle? Yo! Rote Klamotten allein machen dich nicht stark. En garde! What? Es geht instant los? Okay, wait a minute. Also ganz ehrlich, wenn du mich battlen willst, dann battle Bowser. Oh, er frisst direkt einen Pilzmix. Oh, jetzt hat er mich erwischt, die Sau. Das war's mit Meister L. Oh, beeindruckend. Da bleibt mir nur noch eins zu tun. Komm zu mir, mein stählerner Bruder. What the hell is going on? Haha, gefällt er euch? Das ist mein stählerner Bruder. Unsere Seelen sind miteinander verbunden. Und sein Name lautet Brubotter. Genug gespielt. Hier kommen die Schmerzen. Ist das jetzt wirklich Luigi, der jetzt irgendwie eine Gehirnwäsche bekommen hat? Oder ist das wirklich ein zweiter Charakter? Im Weltall kann Brubotter sein Potenzial erst richtig entfalten. Hey, Klempner Opfer, jetzt geht's mit der groben Kelle. Oh, aber wir haben Ding. Aber wir haben Klirps am Start. Das heißt, wir können dem Typen einfach Vollgas auf die Fresse geben. Oh, da unten ist ein Riegel, da unten ist ein Riegel. Ich will den Riegel. Ich hab den Riegel nicht bekommen. Da kommt nochmal ein Riegel. So, wir schallern hier einfach mal schön drauf. Power up. Oh mein Gott, das ist ein richtiger Shooter, Mann. Ja, wie geil. Das ist ein richtiger, ich weiß nicht, so ein Arcade-Space-Shooter. Keine Ahnung, wie man die nennt. Aber die waren ja auch so, dass man so rumgeflogen ist, hat mal Power-Ups bekommen und.
Und dann hat man quasi immer sich so abgeballert. Ey, was das für geile Easter Eggs sind und was für Anpassungen an andere Spiele. Und das ist so strong. Oh, das war's schon. Schade, es hätte ruhig länger dauern können, meiner Meinung nach. Hey, wie kann das sein? Das hätte wirklich länger dauern können. Das hat Spaß gemacht. Nein, ihr habt Roboter besiegt. Heute lasse ich euch da mal wohl laufen. Aber vergesst nicht, das nächste Mal lächelt Fortuna für Meister L. Dauert jetzt wirklich ab? Uff, das war schrecklich. Clap, wir müssen uns zusammenreißen, Raumkadetten. Das reine Herz ist ganz nah. Los, Clop. War das wirklich der feine Boss? Also ich meine, wenn ja, dann war der ein bisschen lächerlich, oder? Also er hat, also... Was? Mami, Clips hat sie hergebracht. Oh, endlich da. Sagt Hallo zu Clips Mama Clerp. Ja, das ist Clips Mama, die Königin von Clirpia. Clirpina, die 14. ist ihr Name. Die Königin ist deine Mutter? Dann bist du? Der Prinz von Clirpia, einem einst mächtigen Königreich. Mein wahrer Name ist Clirp Sipidalinus Clirpina. Ich hätte es sagen sollen, aber Clirps musste es geheim halten. Vor langer Zeit wurde Clirps Mama berichtet, dass der Welt Zerstörung bevorstände. Um uns vor dieser Gefahr zu schützen, brauchten wir das reine Herz. Also versteckte Mama das reine Herz in der Bohrzone, wo niemand es finden konnte. Und so wurde Clirps vor 1500 Jahren in eine Kältestarre versetzt. Gleich. Clirp sollte den Helden herbringen, damit er die Welt beschützen kann, Clap. Ah, so war das also. Der Prinz von Clirpia, Clirps, hat eine Nachricht von seiner Majestät der Königin. Ich gebe euch das reine Herz in der Hoffnung, dass ihr die Welt rettet. Ja, nehmt es, Clirp. Yo! Okay. Not bad, würde ich sagen. Oh, nice. Das ist blau, sieht sehr geil aus. Du hast ein reines Herz erhalten. Ende des Kapitels. Puh! Clirps hatte seine Aufgabe erfüllt. So müde, sagte Clirps. Mit diesen Worten legte sich Clirps vor die Statue seiner geliebten Mutter. Mama, sagte er, ich habe mein Bestes gegeben. Bist du stolz auf mich? Dann schloss Clirps langsam die Augen. Er war stolz darauf, die Aufgabe, die man ihm auferlegt hatte, gemeistert zu haben. Und ja, ich möchte das Spiel speichern. Oh, fresh. Und deshalb, meine lieben Freunde, geht es hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs dabei sein. Das war Super Paper Mario für heute. Und hier steht halt wirklich Meister L. What the fuck? Wer ist das? Das muss doch Luigi sein, oder? Oder nicht? Unfassbarer Support kommt noch von Sarah und Kimora, Lord Ryoma und von Hyn Nicolas MP. Vielen Dank euch, dass ihr das alles hier unterstützt.